Wir stehen hier jetzt vor einem beeindruckend großen Foto vom Madison Square Garden. Erika Mann hat ja 1937 hier ihre Karriere als politische Rednerin begonnen. Sie hat sich wieder neu erfunden, würde man heute vielleicht sagen. War das auch was, was Sie beeindruckt hat? Also Sie kommen gerade aus den USA zurück. Sie waren in 12 Städten, haben über Demokratie geredet, Democracy will win, haben Sie als Vortrag quasi durch USA und Kanada getragen. Gibt es da Familientraditionen? Ja, also von dem Auftreten von Erika zu der Zeit weiß ich, wusste ich gar nichts. Habe ich zum ersten Mal erfahren, als ich jetzt dieses Bild hier gesehen habe. Finde ich ganz imposant und so viele Hörer habe ich noch nie gehabt. Wunderbar. Aber nein, mein Vorbild war ihr Vater. Der hat ja schon 1938 hat er durch 15 Städte ist er gezogen in USA mit seinem Vortrag The Coming Victory of Democracy. Und der Titel, mein Tititel, Democracy Will Win, ist ein Versuch einer, ich sage mal, ein bisschen Modernisierung dieses Titels von ihm, war ganz klar. Und das war für mich ein Vorbild. Es war aber auch für die, die meine Vortragsreise organisiert haben, ein Vorbild. Die haben nämlich, das war ja das Auswärtige Amt, einige Leute, und es war das Thomas Mannhaus, der dortige Programmleiter. Die haben nämlich aus der Biografie von Vergé, Thomas Mann, der Amerikaner, da gibt es ein Bild. Das sieht ein bisschen aus wie das Autorennen jetzt von Erika durch die verschiedenen Städte. Da gibt es also eine Zeichnung, wo er überall seinen Vortrag gehalten hat und haben das sozusagen zum Vorbild genommen, um da mal nachzufragen und zu gucken, gibt es das heute noch oder welcher Veranstalter war das? Und die ganze Reise ist ein bisschen auch so gelaufen. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war der Geist, der dahinter steckt. Und den sehe ich natürlich auch da wieder. Und das liegt offenbar, jetzt geht das so durch 3 Generationen in der Familie, dieses Bewusstsein. Man will sich für etwas einsetzen, man will etwas Negatives bekämpfen. Und mich packt ja auch sowieso von Jahr zu Jahr die Wut auf diesen Präsidenten in den USA immer stärker, dass ich also gar nicht mehr an mich halten konnte, jetzt auch mal loszulegen, obwohl ich ihn in den Vorträgen ja nie genannt habe. Man muss ja, das ist ja viel effektiver, wenn man das nicht macht, aber die Sache ist ganz klar sagt. Da gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen den Generationen, dass ich das nicht so benannt habe, aber ich habe mich für die Sache genauso. Und das ist, von daher ist Erika sozusagen ein Glied sozusagen zwischen ihrem Vater und mir und so. Aber wunderbar, es ist ein ganz, ganz tolles Bild. Und dann Boykott-Nazi. Es ist ein tolles, es ist eines der schönsten Bilder hier. Und haben Sie jetzt den Eindruck, jetzt auch nach diesen 12 Städten, also ich meine, das ist ja eine sehr lange und sehr anstrengende Reise gewesen. Haben Sie irgendwie den Eindruck, dass wenn man als Nicht-Politiker über Politik spricht, dass es nochmal eine andere Wirkung hat, dass die Leute anders berührt? Hat man dann irgendwie so eine Art Ich glaube Neutralitätsbonus oder ja. Ich was glaube können Sie da ja. beobachten? Es ist ja auch der Grund, warum ich als Nicht-Politiker auch gar nicht das politische Element, den politischen Aspekt jetzt von Kampf für Demokratie so stark betone, weil ich da auch gar nichts davon verstehe, wie muss man politisch das jetzt anpacken, sondern ich mache es eigentlich mehr als Psychologe oder wenn man so letzten Endes will, sogar als Theologe, dass ich mir sage, was sind die menschlichen Grundlagen der Demokratie? Wenn man nicht kennt, wie der Mensch tickt, wie er wahrnimmt, wie er handelt, wie er sich entscheidet, kann man auch keine Demokratie aufbauen. Man muss erstmal den Menschen kennen, seine Bedürfnisse, seine Denkweise, seine Denke, um herauszukriegen, was nützt oder was hat das, was ist der Vorteil oder das Wichtige an der Demokratie. Und das ist der Punkt gewesen, weswegen ich auch gleich so aufgetreten bin. Und das hat man mir auch dann mehr geglaubt, als wenn ich da jetzt irgendwelche politischen Floskeln da gedrescht hätte oder so, nicht? Und so habe ich, das war auch deswegen der Grund, warum ich sehr stark den Schwerpunkt gesetzt habe, in diesen 12 Städten möglichst viel mit der nachwachsenden Generation zu Ja, da sprechen. wollte sie High gerade drauf Schools, ansprechen. Colleges, Universitäten. Und das waren auch meine stärksten Stellen. Meine Blogs, die Fotos, wo ich da mit diesen Kids da zusammen bin. Und das sind die besten Sachen gewesen. Das war das Eindrucksvollste im Ganzen. Was haben Sie da für eine Resonanz erfahren? Also was haben die gefragt? Konnten die Sie einordnen als Kind dieser berühmten Ja. Familie? Konnten Sie mit der Mannfamilie was Das war anfangen? gar nicht mal das, Oder das war nicht das das war nicht das Wichtigste. Thema? Es Was war, war das das? Thema war zwar schon der Hintergrund, ich war ja dort noch vor
der wirklich ein Guru, würde ich fast sagen, der die Studenten wie ein Magnet an sich angezogen hat. Und er hat ein Seminar über Schiller gemacht. Und zwar über Schiller in einer Weise, wie Schiller in Europa oder in Deutschland gar nicht mehr so wahrgenommen ist, sondern wie das in Amerika möglich war. Hier ist Schiller einfach der Romantiker, ist der große Dichter dieser Zeit, 18. bis 19. Jahrhundert. Dort war er ein Vorbild, ein politisches Vorbild. Okay. Und man hat dann Schiller und den späten Thomas Mann von 1938 zusammengesetzt, zusammengetan. Und ich war sozusagen dann der Zeitzeuge gewissermaßen oder Nachzeitzeuge, der das jetzt realisiert. Und da war ich sozusagen, hatte ich schon eine Plattform sozusagen, die war schon da. Und das hat dann gemacht, dass sie genau zugehört haben. Hat sie das überrascht? Es hat mich erst mal ein bisschen überrascht, weil es so eigentlich sehr positiv war. Aber es war auch eine andere Situation in Washington. Da war ich in einer Highschool. Die ist eine akademische Highschool, heißt es. Eine Highschool, die von Obama schon zweimal besucht worden war, hauptsächlich Schwarze dort. Ne? Und habe da in einer kleinen Schulklasse mit dem Lehrer zusammen eine politische Schulstunde vorbereitet und das auch mit denen durchgeführt. Und da gibt es auch ein Foto, wo ich dann so wie so ein bisschen wie der Rattenfänger von Hameln da vor der Klasse stehe. Die sind alle hinter mir, 15 Kids. Ne? Okay. Fantastisches Bild. Ja. Aber das war wirklich wahnsinnig lebendig gelaufen. Und da wussten die überhaupt nichts, da wussten die gar nichts mit Vorfahren oder so. Aber in Kalifornien bei diesem Schiller-Lehrer, da war das schon so, da wusste man, aha, das hat diesen Hintergrund. Und das fand ich auch sehr gut, denn für mich ist Thomas Mann heute das Wichtigste für mich und für die junge Generation ist gar nicht so sehr der belletristische Schriftsteller, sondern der späte politische Thomas Mann, der auch dann ganz konsequent, nachdem er seine Monarchie Auffassung da verlassen hatte, ganz konsequent bis zum Ende von Amerika, muss man sagen, diese Richtung Demokratie und nochmal Demokratie betont hat. Mhm. Also wir haben jetzt auch im Rahmenprogramm von unserer Ausstellung haben wir auch nochmal zwei Vorträge, also einen deutschen Vortrag und einen amerikanischen Vortrag. Ja. Glauben Sie, dass hier die Rezeption nochmal anders ist, Ihres Vortrags, oder irgendwie, wo sehen Sie da? Also da bin ich neugierig. Ja. Also ich war sehr erstaunt in den USA, wie unterschiedlich das auch sein konnte. Es waren auch kleinere Gruppen, aber eben auch diese Jugendlichen. Und ich möchte hier ja auch vor Schulklassen, mit Schulklassen möglichst auch was machen. Mhm. Schulklassen oder auch Universitäten oder was da eben an Möglichkeiten gibt. Und die Betonung wird ein bisschen anders sein. Es wird ja nicht so um die amerikanische Demokratie gehen, sondern wie sieht es hier aus? Mhm. Und meine Ansicht, dass wir im Moment hier eigentlich ganz gute Karten haben in Europa, durch viele Glücksfälle, man hat ja noch einige Male schon gezittert bei den Wahlen, aber wie lange es noch gut gehen wird, ist eine andere Frage. Und deswegen kann man nicht früh genug, da betonen, Leute, passt auf und bleibt so und versucht euch dafür einzusetzen, dass wir nicht verlieren.